Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, ich habe ein Deutschland-Trikot an. Heute beginnt die Europameisterschaft in Deutschland. Vorher gibt es aber ein kleines Real Talk-Video. Ihr kennt's, Real Talks-Videos werden bei mir immer in Firework Mania gemacht. Ich habe nämlich ein bisschen was zu erzählen. Ja, worum geht's? Aktuell, oder eher gesagt heute, vor ein paar Stunden, ist das Schützenfest in Köln-Merkenich angefangen. Dort steht ein Autoscooter, ein Kinderkarussell und ein paar Buden. Das ist nicht das Thema, worum es geht. Ihr wisst selber, wie teuer so eine Autoscooterfahrt ist. In Merkenich 3,50 € oder halt 10 € 5 Fahrten, was nicht unerheblich ist. So, warum ich jetzt dieses Real Talk mache: jeden Tag eine gute Tat. Wisst ihr, ich als YouTuber verdiene zwar nicht viel Geld, aber ein bisschen Geld verdiene ich schon. Das kann ich umlegen in so Scooterships. Das habe ich auch gemacht. Und das Ding war, da standen vier Mädels, vier junge Mädels, und habe gedacht, die sind einmal gefahren, sind dann ausgestiegen. Die waren ein bisschen, also die sahen für mich ein bisschen traurig aus. Und meine gute Tat war, ich habe die Mädels gesagt, komm, Mädels ran, ich spendiere euch nochmal eine Fahrt. Das habe ich dann auch gemacht. Und jetzt muss ich hier mal ein bisschen aufpassen. Hab denen quasi jeweils nochmal eine Fahrt spendiert. Das heißt, das sollte jetzt auch keine Produktplatzierung sein. Ah, sorry, ich bin ein bisschen müde. Die letzten Nächte waren ein bisschen kurz. Denn Twimax hat ja heute sein Ende seiner Fahrradtour. Seine siebentägige. Ja. Wo ich finde, die war sehr gut. Ja. Und ich bin jetzt kurz natürlich auf den Platz gegangen. Und ich sag mal so, das ist so wie mit St. Martin. Nehmt's den Reichen und gibt's den Armen. Ja, die Mädels, die vier, die haben sich auch bedankt, was ich richtig schön fand. Und ich finde es schön, wenn man Menschen glücklich machen kann. So, ich hier eine Granny dran. Und das war eigentlich das, was ich euch erzählen wollte. Ich habe ein paar Mädels glücklich gemacht auf der Kirmes in Köln-Merkenich, die jetzt noch bis Sonntagabend stattfindet. Autoscooter ist von Herrn Hoffmann. Kennt ihr von der Deutzer Kirmes? Ja. In der Zwischenzeit habe ich hier ein bisschen was aufgebaut. Das gucken wir uns noch mal kurz an und dann soll der Real Talk auch vorbei sein. So, das ist die Gwenny. So, dann schauen wir mal. Bin ich weit genug weg? Ja, ein bisschen ver. Sehr schön. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen zu kurz gebaut, aber egal. Dann kann ich in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen überbrücken. Ja. GTRP. Einfach super, wie es aktuell aussieht. Ah, geht schon weiter. Sehr schön.
Sehr schön. Stimmt, ich hatte ja noch so eine kleine Batterie dazwischen. Jetzt müsste die chinesische Mauer kommen. So. Alle drei Reihen gleichzeitig. Na, wo habe ich denn angeschlossen? Wo habe ich ganz hinten angeschlossen? Dann dauert es jetzt auch so 10 Sekunden. Aber ist ja okay. Sehr schön. Ich glaube, sonst steht hier nichts mehr. Also nochmal zurück zu GTRP. Auf einer eineinhalbstündigen Video habe ich eine Watchtime von 20 Minuten. Zwischen 15 und 20 Minuten. Das ist recht gut. ETS habe ich ja gesagt, fliegt Ende Juni aus meinem Aufnahmeplan raus. Eventuell zwischendurch nochmal eine oder andere Folge. Da habe ich vorproduziert, aber das läuft dann irgendwann jetzt aus. Ende Juni, Ende Juli. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da vorproduziert habe. Boah, und wie es jetzt weitergeht auf meinem YouTube-Kanal. Jetzt kommen die ganzen großen Kirmesplätze, Krange, Düsseldorf und so weiter. Da möchte ich auf jeden Fall hin. Schauen wir einfach mal. So, ich habe jetzt alles gesagt. Werde jetzt mit meinem Deutschland-Trikot zum Public Viewing gehen. Ciao mit Frau Robin. Tschüss.